Das ist auf jeden Fall. Was ist das denn? Das ist der Temperaturfühler. Ja, sehr schön. So. Eins. Zwei. Acht. Das weiß ich noch nicht. Eine gute Creme hat er. Ja, es schäumt natürlich auch, klar. Ja, das ist natürlich gut, dass wir jetzt so fein halten. Du trinkst lieber mit Zucker, ne? Ich trinke lieber mit Zucker. Es ist genau ein Gramm Zucker pro Tasse. Mmh, wie das duftet. Probieren? Ja. So, ah, hier ist okay. So. Was ist denn das eigentlich? Der Temperaturfühler. So. Ah. Offen, Druck wird aufgebaut. Jetzt müssen wir hoch. Gehen Komm, wir raus. Los, Kaffee! Ich freue mich schon. Ha, ja! Kalt. Kalt, genau. Und Daumen drücken. Komm. Ja, Kaffee. Ja, die Tasse, hol die Tasse. Zucker brauchen wir nicht. Nein, ist schon drin. So, Achtung. Ne Wasser, jetzt kommt. Ah! Ja, du. Prost. Ich freue mich sehr. Also. Das ist eine gute Tasse Bohnenkaffee. Sagen wir so, es ist eine Tasse Bohnenkaffee. Aber es funktioniert. Total gut. Das heißt, wenn wir neue Möglichkeiten. Ja, wenn wir jetzt morgens aufstehen und wir wollen duschen, dann können wir nicht nur duschen, wir können direkt auch Kaffee trinken. Kombi. Ja, oder ein Kaffee-Vollbad auch. Der Traum eines jeden Kosmetikers. Wer macht das? Mach du. Okay, Achtung, hier oben. Ja, eins, zwei, drei. Ja. Wasser? Komm, muss ich erst mal. Ah, ja! Ich hab Zucker! Ja, lecker. Schmeckt. Also, liebe Zuschauer, wenn Sie auch morgens duschen wollen und gleichzeitig den Genuss von warmem Kaffee genießen wollen, dann vergessen Sie den Titel dieser Sendung und machen Sie es nach. Wenn nicht, dann nicht nachmachen. Komm, jetzt kochen wir uns eine gute Tasse Tee. Hallo liebe Vielflieger, Meilensammler, Jetsetter. Auf uns wartet auf Langstreckenflügen eine tödliche Gefahr, Thrombose. Ist es eventuell möglich, das Thromboserisiko zu senken, indem man den an Bord gereichten Tomatensaft mit Kohlensäure anreichert? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Finden wir doch zunächst einfach erstmal raus, ob man Tomatensaft überhaupt mit Kohlensäure anreichern kann. Und dazu haben wir hier unseren Trinkwassersprudler an den Start gebracht. So, hier, Tomatensaft ist bereits fast eingefüllt. Ich frage mich ja bis heute, warum die Leute überhaupt an Bord eines Flugzeugs gerne Tomatensaft trinken. So richtig verstanden habe ich das nicht. Es ist auch noch niemandem gelungen, mir eine einigermaßen schlüssige Erklärung zu liefern. Ich erzähle Ihnen das alles auch nur wieder, um diese Schraubpassage verbal zu überbrücken, die immer so ein bisschen länger dauert. So, Kohlensäure rein. Müsste reichen. Oh, geht gar nicht mehr aus. Das ist ja lustig. Geht gar nicht mehr aus. Fazit. Jawohl, man kann Tomatensaft mit Kohlensäure anreichern. Ja, herrlich. Kann ich erstmal eben meine Hände waschen, bitte? Brauchst du noch nicht, danke. Kann ich doch da drüben in der Küche machen eben. Oh, ist das immer eine Sauerei mit diesem lustigen Trinkwassersprudler? Ach so, Kaffee, ja. Hatte ich vergessen. Mist. Nicht nachmachen. Ja. Nee, warte mal, noch nicht aus. Halt, wir hätten da noch was. Eine Kleinigkeit. Gute Nachricht fürs ganze Team. Ja, und zwar, ihr bekommt eure Pässe wieder und ihr dürft ausreisen. Nee, mal im Ernst, wir haben uns das überlegt. Bernhard und ich waren heute Vormittag auf dem Wochenmarkt. Ja. Und jetzt und, für die Pause haben wir
Erdbeeren. Erdbeeren besorgt. Fürs Team. Yeah. Aber es werden nicht irgendwelche Erdbeeren, nein, sondern Erdbeeren mit à la Sahne. Bernhard und Wiegald. Ja, nämlich mit Sahne und zwar mit sehr viel Sahne. Mit 200 Liter Sahne. Und was wir dafür brauchen sind Erdbeeren. Eine große Schüssel. Und einen Außenbordmotor. So, das sind Viertakter, 2,3 PS. Dort drüben ist die Schüssel. So. Wir bauen das hier mal zusammen. Das muss arretiert werden. Anziehen. Okay, so, dann haben wir hier Sahne. Schlagsahne. Aber hier, wie gesagt. Schauen wir, wie wir hier reinkommen. Auf geht's. Mit dem Messer geht das einfach. Meinst du? Ja. Schneller. Oh. Das noch was Festes. Da muss ich noch optimieren, das funktioniert bei mir noch nicht so richtig. Muss es doch eine Lösung geben. So, komplett aufschneiden. Ah, verstehe. Was machst du denn da? Ja, ich bin immer noch bei der ersten Sahne. Jetzt ist mein Messer auch mit drin. Das ist ganz ungünstig, glaube ich. Ob das denn überhaupt funktioniert, was wir uns ausgedacht haben? Also prinzipiell ist das ja nichts anderes als ein großer... Ja, als so ein großer, den es in klein gibt. So also Mixer. Wenn das geht, könnte man das natürlich auch mit der Queen Elizabeth oder so mal funktionieren. Da ist die Schraube ja noch größer. Ist offen. Gut. Vorsicht, dass du nicht kleckerst. Ja, genau. Das ist sehr... Achtung, Anne. Okay, bist du soweit? Choke ziehen. Und jetzt eins, zwei, drei. Mitte. Ja, ja, Fett! Sieht gut aus, Fett! Ich mach mal Fett aus. Finde ich geht so. Gut, wo sind die Erdbeeren? Sieht auf jeden Fall gut aus, hat auch eine gewisse, also Teile davon Erdbeeren. So. Wunderbar. Jetzt bin ich gespannt. So, vielleicht tunken wir das hier mal ein. Die Erdbeeren sind gut. War auch gescheitert. Mit der Sahne. So, dann auf zum Team, was? Team, Erdbeeren. Hallo, wir sind fertig, wer möchte? Team, wo sind die denn? Hallo? Die sind alle weg. Kuckuck. Hallo? Hallo? War doch lieb gemeint. So, jetzt wissen Sie, was Sie besser bitte nicht nachmachen. Ja, und ich denke, für heute haben wir unseren öffentlich-rechtlichen Bildungsauftrag erfüllt. Herzlichen Glückwunsch, Wiegald. Glückwunsch. Wird's ja Gas sein, ne? Hast vergessen zuzumachen. Das wolltest du doch machen. Ich? Ja. Ich glaube zum Beispiel, da passiert nichts. Ich glaube, es wird ein kleines Loch im Glas entstehen. Und dann sind alle total enttäuscht hier, das Team. Da ist da einer, ich weiß ja, wer das war, der hat das vorbereitet. Der hat gesagt, genau weiß ich nicht, aber macht wahrscheinlich Bums.